Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Staffel 8. Ja, ich bin wieder da. Es ist jetzt einen Tag später. So wie gestern eigentlich auch. Also ich nehme jetzt schon den dritten Tag in Folge mal wieder auf, ja. Das ist auf jeden Fall nicht immer so. Und ja, wollte ich ja nur mal gesagt haben. Ich glaube, die Sounds sind noch ein bisschen laut, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Die kommen mir gerade richtig laut vor. Alter. Scheiß Enderman. Ich, ja, mache jetzt erstmal was anderes als Enderman töten, glaube ich. Gut, wir müssen eh noch gucken, wo wir jetzt lang gehen und so weiter. Ich würde sagen, wir müssen dann doch da hinten hin. Es tut mir leid, aber wir finden hier nichts, ja. Wir müssen zumindest noch mal ein bisschen, da lang gehen, wo wir schon mal waren. Und dann eben später noch mal, eine andere Richtung einschlagen, damit wir dann eine Lytra endlich mal finden können. Ja, aber so wird das jetzt hier nichts. Von Anfang an komplett in eine andere Richtung laufen, weil ihr seht ja, da ist nichts, ne? Und ja, dann wollte ich heute gegen, nicht gegen, sondern über, die Clickbait-Woche sprechen, die ich mal angekündigt hatte und die ich eventuell mal machen wollte. Ja, das war nämlich ein ganz interessantes Thema. Und ja, ich hatte ja gesagt, ich möchte mal ausprobieren, eine Woche lang, also 7 Folgen, Staffel 8, nur Clickbait-Titel zu verwenden und auch Thumbnails. Aber ich finde, ich glaube, das wäre nicht das Richtige. Also, ich habe mir da noch mal ein paar Gedanken zu gemacht und ja, mittlerweile bin ich dann zu dem Schluss gekommen, ich werde das nicht machen. Und zwar aus dem Grund, ich bin ja noch ein relativ kleiner Kanal und eigentlich steht ja in den YouTube-Richtlinien drin, dass ich oder dass man allgemein keine irreführenden Titel und so verwenden sollte. Bei den großen Kanälen, die dürfen es natürlich machen, aber nicht, weil die irgendwie eine Sonderstellung haben. Gut, eigentlich schon, weil die sind halt zu relevant, also die können nicht gestrikt werden, zumindest nicht bei kleineren Vergehen, sage ich jetzt mal. Ja, weil die einfach für YouTube zu relevant sind und ja auch Geld für YouTube abwerfen durch ihre Werbeeinnahmen und so weiter, ne? Und deswegen, ja, wird das dann oft wahrscheinlich ignoriert. Oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn da irgendwie jemand das meldet oder so, das Video, dann wird das nicht gestrikt. Aber bei mir hätte ich Angst, dass das irgendwie dann doch gestrikt würde oder sonst was. Weil ich ja dann doch noch ein kleiner Kanal bin und ja auch keine Werbung geschaltet habe und so weiter und so fort. Und, ja, da will ich jetzt nicht unbedingt das heraufbeschwören, dass dann mein Kanal irgendwie gestrikt wird oder sonst was. Da hätte ich keine Lust drauf. Bei 3 Strikes innerhalb von einem halben Jahr ist ja der Kanal weg. Und das heißt, yo, Alter. Yo! Wie knapp war das denn jetzt? Das heißt, nach 3 Strikes wären meine ganzen Videos und alles für umsonst. Und ich müsste das alles nochmal neu hochladen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, es tut mir leid, Leute, aber das geht nun mal vor. Die Sicherheit und ich würde sagen, dass wir deshalb das nicht machen. Auf der anderen Seite hätte ich sowieso nicht so viele Ideen gehabt, was ich dann denn als Clickbait-Titel und so hätte nehmen können. Aber naja, ich denke mal, das wäre dann noch das kleinere Problem gewesen. Das größere ist dann tatsächlich, dass ich keine Lust auf so einen Strike habe. Und ja, außerdem habe ich auch nicht unbedingt Lust drauf, dass ja jetzt die ganze Zeit das so unordentlich ist auf meinem Kanal. Ich meine, wenn dann einfach mal 7 Folgen von der regulären Staffel 8 komplett anders hießen und mit Thumbnail wären, das wäre dann schon irgendwie, naja, ich weiß nicht, nicht so geil irgendwie. Und deswegen lasse ich das einfach mal bleiben, ne? Ach du Scheiße, jetzt hat's aber geleckt. Ja, Leute, so sieht's aus, es tut mir leid. Aber man muss eben auch manchmal im Leben vor einem Risiko zurückschrecken, weil ich weiß nicht, wie viele Videos ich habe. Bestimmt 1500 oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, und da kann ich es mir nicht unbedingt erlauben, oder ich möchte es mir nicht erlauben, wegen so einem Scheiß dann irgendwie noch hier was zu verlieren, ne? Das wäre ja ziemlich dumm. Und deswegen, ja, mache ich das einfach nicht. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, ne? Ich weiß auch nicht, wie viel es im Endeffekt gebracht hätte, wenn ich sowas gemacht hätte. Also wenn ich jetzt einfach mal 7 Tage das gemacht hätte, vielleicht hätte ich mal, keine Ahnung, 10 Aufrufe gekriegt, ja. Aber mehr dann wahrscheinlich auch nicht.
Ja, wenn überhaupt. Also, vielleicht hätte ich dann so wie sonst auch nur drei Aufrufe gehabt, höchstens. Ja, oder gar keine. Na gut, ein Aufruf kommt ja standardmäßig immer von mir selber, weil ja YouTube so einen Bug hat, zumindest im Opera-Browser, den ich benutze, dass ja, die Videos immer aufgerufen werden, wenn man auf diesen Bearbeiten-Button im Videomanager geht. Dann kriegen die immer einen Aufruf, obwohl man es überhaupt nicht abspielt. Ja, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das finde ich mega scheiße. Das ist auf jeden Fall ein Bug, den gibt es jetzt seit einem Jahr oder so. Oder seit einem Dreivierteljahr, ich weiß gar nicht. Und der nervt mich mega, weil dann hat das Video immer einen Aufruf mehr und das will ich eigentlich nicht. Den muss ich dann nochmal abziehen. Manchmal ist auch zwei Aufrufe mehr. Dann wird es gleich ganz verwirrend. Das ist nämlich immer dann, wenn ich zweimal auf das Bearbeiten gehe und dann nochmal was ändern will oder so. Naja, das ist immer ziemlich scheiße. Kann ich nicht so ganz verstehen, ne? Den Titel kann man an sich ja auch so ändern, ohne auf diesen Button zu gehen. Also da kann man einfach auf weitere Aktionen und dann Titel ändern oder so. Das geht auch so, aber das Bearbeiten an sich, wenn du jetzt das Thumbnail ändern willst, dann siehst du alt aus. Dann musst du nämlich da drauf. Oder die geplante Veröffentlichungszeit oder so. Ja, das ist alles nicht so einfach. Und ja, das nur so nebenbei. Als kleine Erklärung für Leute, die sich fragen, warum meine Videos immer einen Aufruf haben. Ja, da kommt von mir. Ja gut, aber alle Videos so mit drei oder vier Aufrufen, das sind dann schon die Aufrufe von den Zuschauern, ne? Und ja, ich mache auch hin und wieder mal Werbung für meinen Kanal. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell erlaubt ist. Aber ich glaube schon. Na, ich denke mal nicht, dass man dafür gestrikt werden kann. Und wenn, dann lösche ich die Kommentare dann einfach, ja. Und ja, natürlich ist es immer nicht gern gesehen, das ist klar. Das weiß YouTube selber auch. Aber ich hoffe mal, dass es nicht untersagt ist oder sonst was. Naja, auf jeden Fall habe ich da in letzter Zeit ja auch immer mal Werbung gemacht. Obwohl das jetzt auch schon ein paar Monate her ist, ne? Jetzt so in den letzten Wochen war es tatsächlich nicht mehr der Fall. Vielleicht sollte ich es mal wieder machen. Aber ich kriege auch so immer mal noch den ein oder anderen Aufruf. Da bin ich ja mal ganz zufrieden, ne? Wenn ich zumindest ein paar Zuschauer habe. Ja, wäre dann immer eben blöd, wenn ich die komplett für umsonst machen würde, die Videos, und dann immer null Aufrufe habe, also einen in dem Fall, ne, aber ich sage jetzt einfach mal null, weil der eine, wie gesagt, erzählt ja nicht. Ja, das wäre dann eben auch blöd. Naja, und deswegen habe ich halt immer so mal mit Gedanken gespielt, mit der Clickbait-Woche und eben mit der Werbung und so weiter. Obwohl die Clickbait-Woche wohl eher so ein Experiment gewesen wäre als so eine Promo-Aktion oder sonst was. Weil, ja, ich hätte dann einfach mal geguckt, wie Leute darauf reagieren, wie viele Aufrufe oder Aufmerksamkeit ich dann darauf kriege. Das hätte mich ja schon mal interessiert. Aber wie gesagt, das ist einfach zu gefährlich und, ja, meine Videos und meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe, das ist mir dann alles schon ein bisschen wichtiger. Und deswegen seht es mir nach, wenn ich es nicht tue. Ne? So, boah, Alter, wie ich gerade hoffe, dass ich hier nicht runterfalle. Es ist gerade wieder so mega gefährlich hier. So. Ja, da gibt's auch gerade gar nicht mehr so viel zu erzählen. Also ich denke mal, ich habe alles dazu gesagt. Ich weiß nicht. Also irgendwie. Es muss halt alles nicht sein, ne? Man kommt doch so durch und ja, ich gucke einfach mal, dass ich meinen Content weitermache. Ich will auch immer das machen, was mir Spaß macht. Und ich glaube nicht, dass mir irgendwelche Clickbait-Titel ausdenken und Thumbnails kreieren, dass mir das auf Dauer mega Spaß macht. Ich denke mal, das wird dann eher nervig nach einer Weile. Und ja, deswegen lasse ich das auch bleiben. Naja, egal. Machen ja schon genug YouTuber, ne? Ich muss mich ja von der Menge abheben und das einfach mal sein lassen. Okay. So. Leider nichts gekriegt dazu. Also wegen Haltbarkeit. Lol. Ah, da ist wieder was dazu gekommen, das habe ich gesehen. Also wir müssen uns aber mal vorsehen hier wegen dem Rand, ne? Nicht, dass wir da runterfallen.
Boah, Alter, diese scheiß nervigen Sounds, ne? Das ist so schlimm. Boah, übel. Mann, hier gibt's aber auch keine anderen Menschen als diese komischen, oder keine anderen Viecher als diese komischen Endermen. Das ist echt schlimm. So, dann graben wir uns mal hier durch. Okay. Ja, Leute, mehr gibt's dann eigentlich auch nicht mehr zu erzählen irgendwie, ne? Ich habe schon ganz gut wieder heute erzählen können über das Thema, bin ich ja froh, ne? Oh, ich freue mich immer, wenn ich so ein bisschen im Redefluss sein kann und so weiter. Das ist schon immer nicht schlecht. Und vor allem jetzt passt es ja auch gut, wo wir die Elytra suchen und eh nicht so viel jetzt hier passiert, bis wir eben dann endlich mal das Dungeon gefunden haben. Dann spreche ich vielleicht auch mal eine Folge kein Thema an. Werden wir dann sehen. Naja. Ja, aber das wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Weil, ja, Elytra ist halt sehr, sehr selten, ne? In Craft Attack war es ja auch so, die ganzen Leute sind erstmal los, haben Elytras gesucht, nachdem sie den Enderdrachen getötet haben. Und die haben dann auch teilweise 5 Stunden oder so gesucht und dann immer noch nichts gefunden. Und, ja, das ist schon ziemlich krass, wenn man das so hört, ne? Ja, ich hatte ein bisschen Glück in meiner anderen Welt, in meinem Minecraft Let's Play auf Texmark LP. Da hatte ich nämlich, ja, das relativ schnell gefunden, da war ich sehr froh. Aber hier weiß ich es eben nicht, ne? Hier habe ich ja schon mal ewig lang gesucht, da habe ich es dann auch noch nicht gleich gefunden. Und habe es dann erstmal aufgegeben und jetzt sind wir eben nochmal los. Und ich hoffe mal, dass ich es diesmal vielleicht irgendwie hinkriege. Ja, es wäre schon nicht schlecht. Okay, und letztens, als ich gesagt habe, wegen Captive, dass ich das mal privat gespielt habe, da habe ich eigentlich auch gemeint, dass ich es auf Sig99 gespielt habe. Auf meinem Zweitkanal dann. Von Texmarker Peter Zweitkanal, also. Da habe ich das nämlich mal Let's Played schon. Und, ja, da bin ich ziemlich langsam vorangekommen. Da habe ich 66 Folgen, à 10 Minuten gemacht. Und war dann am Ende noch nicht mal, habe noch nicht mal den Enderdrachen gekillt und alles. Also war noch nicht sehr weit irgendwie. Ja. Ja, Leute, ich hab's halt immer noch so drin zu sagen, yo, hier, ich, Robzockt ist mein einziger Kanal, aber mittlerweile habe ich ja schon längst gebeichtet, dass ich noch 2 Kanäle habe. Und ja, irgendwie habe ich das immer noch so als Gewohnheit drin, zu sagen, yo, hier, ich hab, oder das ist mein einziger Kanal hier. Weißt du, und das eben so ein bisschen zu verheimlichen, wie ich es vorher immer gemacht habe. Ich glaube, das sollte ich langsam mal sein lassen, weil, ja, mittlerweile habe ich es ja gesagt. Okay. Ja, Leute, also es ist wirklich, es fällt wirklich schwer, dieses Geheimhalten abzulegen. Also irgendwie ist das immer noch so drin. Man ist es halt gewöhnt und, ja. Also ich habe das wirklich jahrelang so gemacht und irgendwie kommt man dann gar nicht mehr davon los. Mehr wollte ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Fiel mir aber gerade noch so ein, weil ich das eben letztens falsch gesagt hatte. Und, ja. Ich habe das eben so oft gemacht, über die Jahre, immer wieder gesagt, so, das habe ich, nur privat gemacht, obwohl ich es dann vielleicht Let's Played habe oder so. Oder das und das, keine Ahnung. Ja, so kleine Notlügen eben. Naja. Egal. Ja, wir haben leider keine Fackeln mehr, deswegen muss ich jetzt hier Erde nehmen, um, irgendwas kenntlich zu machen. Später dann wahrscheinlich, ja, irgendwas anderes. Huch. Ich setz mal hier noch welche hin. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße, ne, dass ich keine Fackeln mehr mit hab. Die hätte ich mir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Scheiße, Alter. Ich habe auch nicht mehr ewig viel Essen. Na gut, doch, ich könnte die, Chorusfrüchte essen. Das wäre ja möglich. Dann würde ich mich nur ständig teleportieren. So. Genau. Ah, die könnte ich ja zur Not auch essen, da haben wir hier unendlich quasi. Und ja, ich guck nochmal nebenbei auf meine Themenliste. Was haben wir denn da alles Schönes? Ist noch was Schönes dabei? Ja, doch. Da ist noch was. Okay. Gut. Dann gucken wir erstmal hier.